hier auf Des Garage wieder. German Racehorse 24. Ja, wir sind schon dort. Sie sind komplett leer. Warten noch sonst irgendwas hier vor mir. Sind auch gleich beim Eingang. So Leute, wir sind bei Racehorse. Wir sind hier bei Racehorse. Hier haben sie schon ein paar angestellt. So, wir sind aber jetzt angekommen. Wir warten, wir müssen zu tun, wo der Toilette ist. Und dann. Sag mal, Leute, das hat den Auto. Ein Silencer. Mit zwei auf. So, einen wunderschönen guten Tag wieder zu einem neuen Video zum German Racehorse. Ich bin jetzt schon auf dem Racehorse. Ich bin gerade eben erst angekommen. Wir haben Freitag, jetzt ist es gegen 16 Uhr, ich bin ziemlich später. Eingang war komplett frei, ich konnte komplett reinfahren. Ich stehe bei Dion und Emmy. Ich hoffe, man versteht mich halt wegen der Musik. Und ja, wir werden jetzt hier in der Hinsicht dann erstmal ein paar Minuten klimatisieren und dann werden wir mal gucken. Und? Sophia! Guck, guck! Bist du gut angekommen jetzt hier, ja? Ja. Und ich bin wieder hier mit dem guten Audi gefahren. Ich bin wieder mit dem guten Audi gefahren auf jeden Fall. So, ich habe da mal meinen Rucksack jetzt zusammengepackt. Extra Täschchen mitgenommen. Hast du, Sophia, du hast deine Schuhe. Ah, nee, hab ich, gell? Steht bei mir drauf, hier die Sonnencreme. Das ist vorne die Zahl, die drauf steht. Alle halbe Stunde, alle 30 Minuten. Na toll. Diesmal habe ich mir extra hier was ins Gesicht geschmiert, damit ich nicht wieder Sonnenbrand habe. In seinem Telefon ist das hier. Und nicht, dass du es vergisst. Ah, so, hier mal einen kleinen Ausblick. Da steht hier. Achso, ich muss ja noch zumachen. Sophia, halt mal kurz fest. Dann laufen wir jetzt mal ein Stück. Ja, ich werde dafür, dass wir das zweite Meile gehen, oder? Achtung! Achtung! Ja. Nein! So, wir gehen jetzt mal in die Fahrschule für den Mai. Ich mach dabei ein paar Fotos. Bis gleich. Ah, der Dennis ist schuld. Ich? Oh Mann, ich wollte einmal in meinem Leben sexy Carwash angucken. Hä? Ist doch aber morgen auch wieder. Ja, ist auch um 17 Uhr wieder heute. Was? 16 Uhr. Es ist. Aber jetzt tanzen doch die Gogo Girls gleich. Oh, hier, da wird Sturm wieder ärgern. Das erste Mal, dass ich auf Red Sport heute reise. Dass du was machst? Aha. Das kannst du doch dann immer noch machen, Sophia. Könnt ihr bitte freundlich sein und uns winken? Einfach nur so. So. Dackeln wir mal schnell vor zur Viertelmeile. Kommt ihr? Ja, ja. Hä? Wir sind jedes Jahr da. Aber der Golf nicht. Ja, ja. Was? Hallo. Sexy Carbon. Ja und? Hä, hey, wo? Ach hier. Ja, sensieren dann. Ich will mal in die Richtung. Ey, der sieht doch mit seinem Vento da. Das ist ganz schön leer hier vorne. Was ist denn da los? Ja, vielleicht auch wegen Sexy Carbon jetzt. Hier was verpasst? Ich weiß schon.
Was macht sie denn da wieder? Hast du wieder ein Foto gemacht, ja? Was? Ja. So, wir sind immer noch am Freitag. Ist ganz schön leer hier, du. Für das man jetzt mal so guckt. Komm, Sophia. Nicht so richtig. Bloß hier. Viertelmeile ist auch so gut wie leer. Ja. Steh mal auf, bitte. Ich will nicht so schreien. Der Rote ist am Ausgang. Ja, na, das muss ich mal anders machen. Das Knarz nervt hier. Dann, Tüwi, go! Was mich diesmal wundert, gar keine Musik am Start. Das ist allgemein sehr leid. Ja, das wundert mich. Umso besser. Hey Papa, da ist der Selin Mustang, den ich da verviert habe. Ja. Der Fersen. Ja. Mustang. Mustang. Habe. Ja. Der Fersen. Ja.
Mustang! Ich hätte es nicht gedacht. Vento. Soll ich mich anmelden? Ich fahre mit dem T6 mit. Das ist vor 15 Uhr oder so. Sonntag das 15. Kann halt sein, dass jetzt 30 Uhr morgen sind, 20 Uhr sowas. Hey, da mach ich's. Warum fahren Sie auf der Viertelmeile mit dem Bus? Wie war eine Batterie da? Was denn? Audi hätte ich auch nochmal ein Gebot. Ja. Noch ist es nicht meiner. Nichts zu tun. Noch ist es nicht meiner. Ich glaube, selbst wenn was kaputt geht, ich hab den. Ich will voll die Beine fahren. Mit dem Bus. Ich mach das. Da muss ich aber mein Bettkasten rausholen, ja, dass er leichter wird. Ja, jetzt den. Schöner als der Audi auf jeden Fall. Was soll das jetzt heißen? Audi viel besser, weil er ist ganz schnell und laut. Hä? Ja. Es ging aber gerade um den Valentin jetzt als neuen hat. Aber Audi findet es trotzdem besser. Und meins? So klingt mein T6 dann. Die Grenze. Mustang. So ist dann, hier schon mal ein Beispiel. Wo ist der T6 dann nochmal? Ja. Was hat er? Aber Diesel, du hast einen Benziner. Aber 125. Das weiß ich jetzt nicht. Doch, aber die Automatik schluckt extrem viel. Das ist eine Automatik? Ja, natürlich. Ich hätte auch noch einen. Was? VW? Nee, Seat. Rennserie. Ja, na dann, hopp. Baumarkt. Ja, na dann, hopp. Baumarkt.
Na ja, dann hopp. Wann geht's los? Was? Ich meine mit dem Umbau. Das letzte Mal ist ja hier ein V5 als so ein Seat Ibiza gefahren, so lilaner. VR6 neu. Ja, der Fabian denkt gleich, kommt hat ja auch ein 1.8T drin. Aber der kann doch Meine NZ hat einen Knall. Willst du dich nicht hinstellen, Sophia? Der Fabia, das ist so ein Rentner-Auto. Das sieht aus. Ein 1.8T war da eigentlich schon drin. Ja. Ach so. Wann stellt sie sich an mit dem Scirocco? Dann ist es doch kalt. Oh, aber nee. Das wäre ich so gewesen. Ja, doch, wenn sie einfach los. Ja, eine Stunde. Ja, hört dann. Oh, da gewährt das Ding. Stimmt, hatte Flurak.
Was ist denn? Was ist denn? Ist blau geworden, ja. Von denen gefallen bist? Fahren hin. Ich frage mich nur, Fincher. Ich glaube, jetzt ist es mal Zeit für Bier. Bier? Ja. Sophia. Schön meine Reifen verbrennen. Bei welchen? Bei meinen. Was für? Eigentlich hätte ich ihn jetzt erst verkauft. Nochmal schön über die Viertelmeile gejagt, das Ding. Naja, hättest du machen können. Dann geht er im Arsch hier. Da weißt du wenigstens, muss, wie oft der schon hier war und hat, ist drüber gebüschelt. Ich frage mich nur. Das ist aber ein Seelenauto, die wissen das ja auch. Ja. Das 500.000 Mal nacheinander schaffen. Aber ich frage mich nur, was er dann angibt, wenn er den mal doch mal verkaufen will. 100 Mal Viertelmeile gefahren. Da steht er nicht da, hat hier 600 Kilometer, sondern... 600 Kilometer in Viertelmeile. 600 Starts aus der Viertelmeile. Top Auto. Steht dann da, Rentnerfahrzeug, pfleglich behandelt. Ja, immer warm gefahren. Schlimm ist, dass jetzt gerade aktuell schön ein günstiger drin steht, ein 1,98 PS für 800 VB. Was? Dreier. Oder Dreier Gold. Vor allem, gell? Ja. Ja. Was gibt's denn da Schönes? Bierteig. Bier? 50 Cent wieder, Alter. 50 Cent gespart, gell? Ein Bierteig, das wäre es. Bierteig? Ja, den anderen Ich muss nur dieses Mal aufpassen, dass es nicht so verwackelt ist. Ja, also echt. Corsa, oder? Gleich, wenn du das ganze Video auflegst, komm ich von unten. Das sieht aber komisch aus dann. Was ist denn Umendora eigentlich? Keine Ahnung. Alter, was geschrieben.
Der antwortet seit vorhin nicht. Ha! Der macht das Auto. Der kommt sowieso, ich kenne doch. Die Entscheidung steht jetzt fest, ins Auto steht, aber es geht nicht. Alter! 10 Uhr ist Dings, wer ist der DOD? Wie lange ist der Platz? Der hat noch 30. Okay. 18 Uhr. Ach. Schafft man nie in einer halben Stunde fertig zu sein. Wieso, da können wir auch rein. Wieso, das schafft man freilich. Den hast du noch nicht gesehen. Ja, aber der wird easy gewinnen. Aber ich hab noch da einen rausgeholt. Ja, ich hab das rausgeholt, weil ich da wahrscheinlich. Digga, fast neuer Rekord! Bis jetzt seid ihr hier, sind nicht einmal. An BMW. Ja, Digga, wenn die Frau jetzt... Und der Sebastian Franke! Der war schneller! Naja, komm. Naja, komm. Was? Ja. Der neben uns. Der steht direkt neben uns. Das habe ich mitgekriegt, da kam er vorhin. Da alles noch reingefahren. Was ist da passiert? Ja, jetzt ist irgendwie, hä? Ja.
Wetter ab, ist jetzt geil. Das wird ab. Sieh, was schon wieder los ist. Oh, der Audi sieht aber auch nicht schlecht aus da drüben. Da müssen wir dann alle mal die Runde lang gehen. Ah, Sophia! Ja? Ich habe Schluck auf. Schluck auf. Ja, da trinkt man gleich was. Also irgendwie fühlt sich an wie Sonntag hier. Ja, ne? Irgendwie voll wie Sonntag. Sonst kommst du hier nie Geschiebe, gedrängelt, da haben sie sich alle angestellt und jetzt irgendwie zum Freitag irgendwie ganz komisch. Sophia, mach mal deine Mütze ein Stück hoch. Da steht gar nichts Besonderes mehr, die sieht man so. Sie sehen jetzt natürlich noch hier am Umlauf. Gucken, oh, da kommt ein schöner Einser-Golf. Oh, herzhaft. Wir sind natürlich jetzt hier noch ein bisschen am Rumlaufen, weil... Ja, irgendwie hat man hier so das Sonntagsfeeling-Stimmung, muss ich ganz ernsthaft gesehen sagen. Die Sonntagsfeeling-Stimmung. Und ja, bin mal gespannt, was noch so passiert. Ein paar alte Gesichter sind natürlich auch wieder da. Alte Gesichter sind natürlich auch wieder da. Davon abgesehen, aber ja. Aber es ist noch sehr human. Was? Warum? Weil das kein R ist. Der hat 200 mit einem 2-0er. Ja. Ist aber ein normaler. Also ist es kein R. Aber das siehst du mal, wie langsam 200 PS eigentlich sind. Also wir gehen dann auf jeden Fall noch eine Runde, auf jeden Fall würde ich sagen. Weil jetzt durch das Kind natürlich erstmal verhungert, dann müssen wir erstmal eine Kleinigkeit speisen. Er hat ja heute zuletzt Mittag gefuttert. Und dann werden wir uns nochmal ein bisschen umgucken. Hier Wetter ist auf jeden Fall Bombe. Würde ich sagen, Bombe. Stehen natürlich wieder da. Da stehen wir. Oh. Okay, wir gehen dann noch eine Runde. Mhm. Hey, Mama, das ist das für Einhorn. Ein Einhorn läuft hier rum. Ja, so sieht das Ganze jetzt hier aus. Wir sind gerade noch aktuell am Zelt, weil wir noch ein bisschen essen wollten und sowas. Zeig ich mal. Ich habe ja dasselbe hier noch einmal zum Ausziehen. Also das, ist das hast du erstmal nur draufgestellt oder was? Ja, das ist nur draufgestellt im Entspanngurt. In der Mitte. Warte mal. In der Mitte habe ich mein Getränk gepackt. Ja, geil. Beziehungsweise waren hier Batterien drin, deswegen sind hier die Ausschnitte, da ging ja die Kabel raus. Das ist ja geil. Stromumwandler drin. Das ist ja geil gemacht. Weil das ist genau so, dass du drei Klappboxen vorne reinstellen kannst. Mhm. Eine Wäsche für mich, Wäsche für sie, mhm. Essen. Da steht ja normal der Kühlschrank und ein kleines Schränkchen. Und hinten ist dann Zelt-Dings drin und Grill und. Das heißt, das Zeug, was ich draußen brauche, weißt du? Gar nicht verkehrt. Gar nicht so verkehrt. Das hat auch so war irgendwie noch nicht, hä? Ja? Ist auch so jetzt so. Was hat denn der gelaufen? Was schätzt du denn? Der ist ja fast neu. 30. Nee, ein bisschen mehr. 70. Dafür sieht er aber sehr gut aus, gell? Ja, deswegen ja. Das war ein Firmenauto. War ein Firmenwagen. Warum haben sie den abgegeben? Was soll das denn hier sein? Das ist eine Lüftung. Ja, für was? Die haben. Das war ein Badbau oder irgendwas, keine Ahnung. Und die, wenn die, das klingt zwar blöd, aber wenn die Gasflaschen oder irgendwas zum Beispiel jetzt mit dem Auto hinten drin transportieren, dann brauchst du eine Abluft im Auto. Ich habe die Hutze einmal hier und einmal auf der anderen Seite. Okay.
Wie sieht das von innen aus? Da ist oben, dann hast du immer diagonal von unten nach oben. Naja, Belüftung. Das Wärme, dass die Wärme, ja. Ja, das war auch ein Grund, warum ich dann gesagt habe, ich kaufe den, weil wenn du drin schläfst, hast du immer Zirkulation. Mir gefallen sie nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen. Aber das war so mit Grund, weißt du? Mhm. Und sonst, der ist bringt der nicht so wirklich, viel, du musst ja das so viel Polar. Ich meine, das Einzige, was er hatte, war hier, gell? Da hat er einen Treffer gekriegt und das hast du auch in der Heckklappe hier drin. Hier siehst du es. Boah. Da hat er ja, aber, na Gott. Halt. Kann passieren. Ich meine, es. Wenn du manchmal so die ganzen Transporter siehst, so von OBS und wie sie nicht alle heißen, wie die runtergerockt sind. Immer. Und die haben teilweise auch neu. Was ist da los? Na, ja, da hat nur einer Bernhard gemacht. Ne, da kann eine ganz riesengroße Werbung drauf. Eine ganz große DS-Garage drauf. Na, freilich. Mein Vater hat. Ey Leute, können wir mal ganz kurz bitte mal über das Video reden gerade hier? Guckt euch mal dieses saftige, schöne Bild an und das gleich, was danach noch kommt, das ist alles mit demselben Objektiv gefilmt, mit denselben Kameraeinstellungen. Also es ist wirklich erschreckend, was nur allein ein Objektiv an der Kamera ausmachen kann. Egal. Ja, das ist immer noch alles Freitag. Wir waren halt am Freitag komplett bei der Viertelmeile teilweise vorne gewesen, sind dann nur zum Zelt zurückgegangen, um was zu essen, weil mein Kind Hunger hatte und sind dann wieder vor zur Viertelmeile, um euch halt das genügend Material von der Viertelmeile auf jeden Fall zu machen. Denn die nächsten Tage handelt es sich nämlich nicht um Viertelmeile, denn Samstag war schon ein Schein gewesen und wir sind dann halt noch die ganzen anderen Reihen dran, lang gegangen und haben da alles gefilmt und mitgenommen und fotografiert, was es nur möglich ist. Ich füge euch jetzt hier noch ein bisschen was ein, aber es ist wirklich erschreckend, wie geil das Bild werden kann. Sophia, was machst denn du da? Die Cloud. Was ist denn? Ja, Riesenauto. Ja, kann ich das haben? Nee. Guck mal, das ist mein Einser. Halt wirklich, aber du hast kein GDI. Und kein Dreitür, aber genauso sah er aus, mit derselben Stoßstange, allen drum dran. Tja. Naja. Jetzt ist er verkauft. Du wolltest einfach. Ey, ich hab dir aber die Bilder geschickt, also von daher hast du wenigstens noch. Eine. Wenigstens etwas. Mhm. Ja, gut, er ist an eine Freundin verkauft. Na, du siehst ihn ja wieder. Ich kann, wenn ich will, kann ich ihn wiedersehen. Ich kann auch mitfahren, wenn ich das würde, aber dann will ich nur wieder. Ich darf nur 20 Minuten fahren. Also von daher hast du wenigstens noch eine. Ja, ganz auch. So, wir gehen jetzt mittlerweile zum zweiten Mal die Runde. Du hast jetzt die Chance nochmal. Ja, komm. Willst du jetzt ein Bild machen mit dem Einhorn? Los, komm, geh zum Einhorn hin. Es beißt auch nicht. Ja, oder? Ich halte mich da raus. Möchtest du? Möchtest du das Einhorn nicht da? Da siehst du halt auch, das Einhorn drauf zu kriegen ist schon schwer. Ja. Ich kann mit dem Handy mal probieren. Handy einfach. Was denn? Das ärgert dich. Weil ich gerade eingestellt habe. Mach ihn, ne? Eigentlich auch. Was habe ich? Ja, dann war ja. Ja, das macht ihr richtig, dass ihr da mal ein bisschen Applaus nehmen müsst. Das
Der einzige, der es hingekriegt hat, ist der Zweier Golbe Mike. Freihändig fahren, das naja, ist auch schon, gell? Musst du halt üben. Das musst du halt lange üben. Das ist eigentlich eine gute Frage, ne? Was? Die Kern da hinten wie die Weltmeister, gell? Warte mal, ich gucke mal. Ich sehe doch die Besen. Ich sehe auch die Besen. Ist so dunkel. So, jetzt ist heller. Ich rede von der Feuerwehr, gell, nicht? Warte mal, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Oh. Habe ich ja mitgenommen, aber es ist leer in der im Talarumisierer.
Das stimmt. Das stimmt nicht. Ja, das ist was anderes. Als ich bei hier im Auto. Naja, am Ende ist es genau dasselbe. So, wollen wir eine kleine Runde gehen hier? Darf ich bei dir im Auto steigen? Wenn du jetzt ja sagen würdest, wäre es ja was anderes. Natürlich, das ist auch ein Auto. Wie machst du das halt hier wieder? Nicht, ne? Aber so in der nächsten Zeit, meinst du es auch? Ja, können wir gerne machen. So, gehen wir mal die nächste. Aber was ist jetzt beim Dome eigentlich rausgekommen? Na, er hat gesagt, er will dann auch nicht, weil die ersten 1000 Kilometer muss ich die dann wieder zur Inspektion. Und das wird auch nochmal teuer werden für ihn. Ja, halt mal. Ich halte. Sophia, komm mal herüber. Da abpullern. So, kurz warten, bis er raus ist. Hol dein Bild. Warum ist hier keine Beleuchtung an? Ah, Beleuchtung, wir müssen jetzt den Stromgenerator dran. Mit. Da soll ich mich mal an dem Grill kümmern. Ich mache jetzt erstmal Stromgenerator. Da siehst du 71.792. Neuwagen, was hier? Oh, du Alter. Ey, das war ein Firmenfahrzeug. Dafür sieht er gut aus. Soll ich dir mal was zeigen? Guck mal, meinen Zigarettenanzünder rauszuzerren. Mann, was geht's denn hier? Ja, die hab ich da rein, weil die soll ins Ladekabel, Arschloch. So, das musst du jetzt zensieren, das kannst du nicht mehr nur noch nehmen. Da muss ich ja mehr piepen wie alles andere. Piep, piep. Finde ich auch immer lustig. Piep, 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 piep. Ja, dann hört ihr das mal an. Das hätte ich alle Schimpfwörter rausgehauen, die ich kenne. Hast du mich nachher auf deinem Video noch? Das Piep. Wegen technischen Störungen, ja. Bildausfall. Da siehst du mich nur so und dann ist verpixelt, weißt du, dann kommt nur so ein Piep und dann geht's weiter. Jetzt eine Beleuchtung an und dann ein Foto. Batterie alle. Es dauert einen Moment. Ich dachte, das ist wenigstens ein bisschen kunterbunt. Im T4 war es das. Warum nicht hier? Na, weil den habe ich jetzt 4 Tage. Das ja, aber doch nicht, wenn das Bett so aussieht. Das siehst du doch da nicht. Kommt auf den Winkel. Sollst du ja nicht so fotografieren. Ja, aber du willst doch... Nee. Entweder. Entweder. Auto. So. Das Auto habe ich jetzt. Warte mal, das habe ich gerade dann geholt. Na, wo wir gequatscht haben. Am Montag habe ich den gekriegt. Wo wir gequatscht haben. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist heute. 4 Tage. Das ist jetzt der 4. Tag, wo ich das Auto habe. Hast du den nicht Dienstag? Nein, Montag. Montag habe ich ein Ding hin und Montag, 14 Uhr, habe ich dieses Auto gekriegt. Habe ich beim Händler geholt. Hm. Warum ist das hier dreckig? Ja, weil die den nicht aufbereitet haben. Der ist so, wie er beim Händler von hier reingekommen ist, so ist er rausgegangen. Ach so, quasi. Die haben nichts an dem Auto geputzt oder irgendwas. Genauso stand er da. Aber das hat mir gezeigt, das ist ein ehrliches Auto. Die haben nichts sauber gemacht, nichts aufbereitet, nichts. Wird erstmal standesgemäß erstmal der Ofen angemacht. Alle anderen sind auch schon fleißig hier. So ist einfacher, so ist angenehmer. Ja. Ganz gesund hier.
Immer, Alter, die letzten zwei Tage gab es, also gestern gab es Burger und heute Mittag hat man schön Burger gemacht. Burger? Burger, ja. Riecht schön, so schön Zwiebel geschnitten, Tomate, schön Käse drauf. Zwiebel habe ich gesehen, ja. Letztes Jahr ich im Stream schön. Na, teil mal Becher auf. So, schau doch mal hier. Hier wird noch mal ein bisschen was schnell gebrutzelt. Ne? Audi steht hier. Audi steht hier. Ein bisschen Beleuchtung. So, das sieht gerade aktuell so aus. Ja, die anderen haben hier auch ordentliche Beleuchtung und alles. Ja. Ja, auch ordentlich Mucke und so. Ja. Thank you.